Yo, Habibus! Und willkommen zu Suro Tag 6. Heute würde ich sagen, wir haben eigentlich gar nicht so einen wirklich großen Plan. Ich hoffe, dass wir dann heute doch nicht abgesnackt werden, denn heute ist es relativ ernst. Denn wir waren ja gestern im Nether und andere Teams haben sich da nämlich ausgestattet und da ein paar Heal Potions geholt. Das haben wir leider nicht hingekriegt. Deswegen haben die jetzt ein Advantage und ich denke, wir werden heute auf jeden Fall versuchen müssen, irgendwie noch Heilsachen oder sowas zu farmen. Aber Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach gleich wieder und hoffentlich überleben wir das, hä? Müssen wir hier runter? Ja, auf einfach. Alright. Einfach rennen. Nee, schnell bitte. Ich hab kein Holz. Einer muss mir ein Boot machen. Leon? Okay, ich hab eins. Fahr bei mir mit. Okay. Ich komm. Ja. Also, wir haben mehrere Möglichkeiten. Das ist nämlich das Ding. Es ist halt nicht so, als wären das jetzt schon die letzten Gegner oder die letzten Leute, auf die wir treffen können. Wenn wir Glück haben, treffen wir halt noch irgendwelche Leute, die Healing haben und die uns in irgendeiner Weise in der Art noch supporten können, so. Also, indem wir sie töten, quasi. Wir müssen halt irgendwie an mehr Healing kommen. Irgendwie muss es möglich sein. Der Zombie von Lorch befindet sich bei. Wir sind genau dort. Die können wir holen. Ich glaube halt, dass die einfach nicht wollen, dass wir noch Pots kriegen. 145.1187. Bau du dich einfach runter. Wir chillen ja, okay. So lange oben. Alright? Ja, komm auf jeden Fall schnell hoch jetzt, ne? Hatte ja. Die irgendwas Besonderes? Ja, quick. Die kommen wahrscheinlich. Ja, lass schon mal aufs Wasser. Wir haben die letzten Folgen so viel gekämpft. Also eben, ja, also ich finde, wir haben jetzt auch mal so eine kleine Pause auch mal verdient. Bin ich ganz ehrlich. Junge, ich hab Gold. Ich denke aber, wir werden auf jeden Fall gesucht. Hier liegt noch richtig viel Gold und ich habe insgesamt irgendwie über einen Stack gefarmt gehabt, glaube ich. Hat wer von euch der eigentlich noch was zu essen oder so? Ja. Hier, mein Freund. Ich geb dir die hier alle, komm. Hey Mann, was geht ab? Was soll denn das Geschrei? Ich habe Eichhörnchen in der Hose. Kann es sein, dass irgendjemand kommt? Nee. Also ich hoffe nicht. Wieso fragst du? Hat das jemand geschrieben? Ja, schreiben gerade ziemlich viele bei mir. Ja, die schießen auf uns, die sind unten. Lauf, Max, lauf. Alle da hoch. Ja, safe. Wow, haben einen Schuss gefressen. Wow, Alter. Boah, die haben so eine Granate in mich reingeballert. Es laggt, ne? Ja, es laggt. Lag. Warum laggt es? Oh nein. Egal, einfach weiter. Einfach weiterlaufen. Einfach geradeaus über die Insel. Ja. Ist der Raketen. Ah, lol. Nice. Okay, ja, komm mal zu dem Haus, weil ich bin direkt bei dem Haus. Ich bin bei diesem Zinushaus da. Was, ihr wollt zurück zu diesem Haus da? Ich bin hier bei diesem Zinus im Klimmhaus, da bin ich gerade. Zinus Klimmhaus bin ich auch. Also falls es lädt, ich bin da direkt vor der Tür. Was ist denn los? Ey, warum kommen die jetzt zu Ende der Folge? Ist doch so unentspannt. Seid ihr auch? Okay, ja. Versucht auf jeden Fall weiter die ganze Zeit reinzukommen. Lol, die haben mich halt mit dieser Rakete gehittet. Ja. Und deswegen ist es halt jetzt... Diese Raketen da. Ich bin drin, jetzt. Ja, ich auch. Also, ich bin wieder oben auf dem Berg, WTF. Ich bin bei Auxi. Okay, ich bin nicht whitelisted. Ja, das ist halt ja, wow, das wartet ist halt jetzt. Mal kurz. Ja, wartet. Es ist halt doof. Wer ist das da hinter mir, WTF? Leon, du kommst nicht drauf, ne? Basti und Norris kommen auch nicht drauf. Ja, irgendeiner also. Schießt auf mich, WTF. Babo ist auch nicht drauf. Irgendeiner ja, schießt auf mich. Drauf. Jungs, ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Oh, WTF. Oh nein, oh Junge, ich bin so RIP. Jungs, ich bin so RIP. Ja, ich bin echt RIP. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Lauf, Jungs, lauf. Ey, kein Schimmer, keine Chance. Ich bin tot. Jungs, wir müssen turnen, die sind direkt hinter mir. Ha, Leute, ich wusste schon von Anfang an, dass ich das nicht überlebe, weil ich komme ja nicht mehr auf den Server, um das Pre- und das After-Intro zu drehen. Aber auf jeden Fall, danke Simon für die coole Einladung für das Projekt, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand, das war doch dann doch ein sehr unwürdiges Ende, weil ich hätte dann gerne noch irgendwie cool gekämpft oder so. Das war ja dann wegen dem Bug dann doch ein bisschen doof. Aber ich nehme es auf jeden Fall keinem übel. Ich hätte zwar lieber irgendwie einen coolen Kampf gehabt und das war blöd, dass es mit dem Bug passiert ist. Aber ich denke mal, das wird Simon bei der nächsten Planung nicht mehr passieren. Deswegen, alles halb so wild, die letzte Woche war ja trotzdem ein Riesenspaß. Und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich will auf jeden Fall in der Zukunft wieder mehr Minecraft-Videos machen. Falls ihr da auf jeden Fall Bock drauf habt oder so, dann schreibt es in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Ideen habt oder euch irgendwas wünscht oder so. Und falls ihr euch wundert, was das hier für eine Map ist, weil ich habe das ja am Anfang schon so ein kleines bisschen angeteasert. Das hier ist eigentlich so meine Singleplayer-Map, in der ich immer mal hin und wieder spiele, wenn ich Minecraft spielen will. Und die gibt es eigentlich auch schon ein bisschen was länger. Und ich weiß ja, Leute, ihr habt damals immer diesen Baustil in Hero gefeiert, deswegen, ich weiß ja nicht, wollt ihr jetzt vielleicht zufällig sehen, was sich hier in dieser Höhle verbirgt? Weil wenn ihr wollt, könnte ich in der Zukunft da mal so ein paar Videos machen, ein paar coole Sachen bauen oder vielleicht sogar mal den einen oder anderen YouTuber mit in die Map einladen. Also falls ihr da Bock drauf hättet, dann lasst auch einfach ein Like da. Vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und tschüss, haut rein!